Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Ja, Let's Play mit dem Dübel Detlef and Friends. Und heute ist der Quarantäne-Bananasplit dabei. Hallo. Moin. Und wir wollen mal EBR ein bisschen trainieren. Er ist ein guter EBR-Fahrer. Von daher gucken wir mal, das Ganze, ob das klappt hier. War natürlich meine Idee. Ja. Sagen wir es mal so. Gestern habe ich gesagt, EBR-Schule wäre ganz cool, damit man selber vielleicht irgendwie mal besser wird auf dem EBR. Und dafür bist du natürlich prädestiniert, von daher. Gucken wir mal. Es wäre natürlich jetzt richtig fies mal wieder, wenn wir Himmelsdorf und Enz bekommen. Ich sag mal, früher hätte ich mich auch über Scharkow aufgeregt, aber Scharkow ist eigentlich eine ganz coole Light-Map geworden, finde ich. Nachdem ja, geht so. Ja. Kannst du schon ein bisschen was machen, auf jeden Fall. Also mehr als damals, auf jeden Fall. Da war ja das offene Feld war ja einfach broken. Weiß ja nicht, die alte, ob du dich da noch dran erinnerst, die alte Scharkow. Ja, doch, da konntest du nur so ganz außen dann irgendwie. Also, ja, das war ja. Aber auch nicht wirklich, kleine... weißt du, du bist ja dann trotzdem in so einen Flaschenhals reingefahren. Von daher. Ja, was. Zum Beispiel der Anfang, na, du machst ja jetzt Gedanken dazu. Welche Munition nimmst du denn zum Beispiel als erstes? RAPCR oder HE? Werde ich jetzt HE laden, weil ich, glaube ich, auf die 8er, 9er Linie versuche, da unten gleich mal reinzukommen. Also. Das kann einer machen, der andere kann mal... Kann ja auch snipern und fährt halt mit, oder nicht? Oder willst du auch, dass er auch erst spottet? Also ich würde die Mitte dann bespotten hier. Ja, du könntest einfach mal hier einfach gucken, genau. Oder? Ja, genau. Das wäre jetzt auch meine Idee gewesen. Da werde ich vielleicht aber auch auf dem EBR treffen. Mal gucken. Ja, genau. Muss man da aufpassen mit zwei im Gegnerteam. Und hier fährt schon gar keiner mit, also kann ich es auch gerade wieder lassen. Ja, mal kurz vorschauen in den ersten Busch und da gucken, kann ja nicht schaden. Haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen was auf hier gemacht. Ja, ich komme jetzt mit rüber auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ob wir die... Ich denke mal, wir werden davor fahren. Nee. Naja, also Sophie ist jetzt... Guck mal, jetzt ist in der Mitte 4 aufgegangen. Scheint doch eher nach da drüben zu fahren, wenn du jetzt da nicht spottest. Ja, schau mal gleich mal. Na gut, ist ja doch noch ein 277 hier rüber getraut. Das ist jetzt auch so eine Sache, ne? Was machst du da frontal gegen die auf dem, in dem Schlauch, in dem wir da jetzt gerade sind? Na, eigentlich nichts. Der M60 steht ja auch oben drin, ne? Ja, deswegen, das ist das, was ich meine, da kannst halt dann nicht so viel machen, oder gerade? Über der Mitte YOLO, oder was? Gleich. Das ist ein typischer EBR-Move, Mann, man kennt ihn halt. Vielleicht ein bisschen zu früh, ich meine, eine Adi haben sie, aber beide EBRs waren noch nicht offen, ne? Ah. Manchmal ist wirklich so vom Modus her, gerade bei Brücken, da bin ich immer super ängstlich, ne, mit dem EBR. Da musst du ja dann mit dem festen Modus eher spielen, dass du nicht zu dolle wiegelst nach rechts und links. Also ich drehe mal da unten jetzt eine kurze Kurve nochmal. Mal sehen, vielleicht spotten wir die... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas finden. Ja, aber vielleicht geht da oben an den Büschen irgendwas auf. Ich werde hier auf jeden Fall mal abheben. Bin noch nicht mal auf... Ja, guck mal. Also jetzt bin ich erst aufgegangen. Ja, aber genau, da kommt schon mal der EBR. Also genau, der M60 hat mich... Ah ja, oder der EBR hat mich gespottet als von beiden. Ja. Ja, es ist auch nicht so die tollste Map, ne, für ein EBR. Also viele Schläuche. Hier unten ist ein ein 277 drin. Ist auch super bad für uns eigentlich. Ja, bei denen können wir, glaube ich, der Shot nicht auf uns, warte. Der pusht da gerade auf dem Progetto. Ich habe jetzt halt leider. Ah ja, mit HE schön in die Seite. 500. War es ziemlich lucky, glaube ich. Ja, aber wir könnten ihn jetzt ein bisschen ärgern, ne? Tatsächlich auch. Also auf jeden Fall, weil wir haben auch die Balkone, ne? Also. Ja. Er kommt jetzt vorgefahren, dann komme ich ihn gleich ein. Ah, shit. Gar nicht runtergekriegt, jawohl. Er hat. Ist getrackt? Ja, der aimt mich ab. Ich. Naja, ich glaube jetzt, der dahinter, der Progetto farmt ihn komplett. Ja. Sauber. Ja, weiß ich nicht. Ah ja, die Arti ist hier eingeaimt. Ja, die Arti sieht dich, ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut.
Ah, da kommt, glaube ich, das nächste Opfer. Der will auf jeden Fall, der hat Bock, glaube ich. Oh nein, der EBR. Der EBR. Oder der jetzt auch One-Shot. Ja, aber oben im 60 Progetto ist natürlich... Ach. Ja, durchfahren wäre jetzt eigentlich auch möglich. Im Prinzip hast recht. Oh, war der schlecht. Ja, auch tracken. Schlecht. Na, die, ah, oh, die 1300, jawohl. Genug. Easy. Easy Pen. Ja, da habe ich mich zu wenig bewegt. Ich habe die Arti noch nicht mal ansatzweise auf dem im Fokus gehabt. Das war super bad von mir. Es kommt jetzt nicht. Ja, doch, war klar. Schade. Ja, da war ich zu Damage Guy tatsächlich, weil ich hätte mich bewegen können. Dass er mich natürlich komplett rauspennt. Naja, gut, ist normal, ne? T92. EBR, die vertragen sich nicht. Also der eine steht hier noch irgendwo in den Büschen, ne? Ja, aber an sich haben wir es trotzdem ganz gut gemacht. Ja, wie gesagt, ich muss mich da bewegen. Das, ich darf da nicht stehen bleiben, das war dumm. Und ich habe auch seitlich, habe ich auf den S-Conk geschossen, auf die Panzerung, wo ich halt nicht durchkomme, wenn er so schräg steht. Das war auch genauso dumm. Ich bin teilweise, wie gesagt, ein bisschen überfordert, weil einfach zu viel am Fahren liegt. Da ist er. Da bleibt immer für alles andere nicht viel über. Du hast leider noch nicht gewonnen, tatsächlich. Aber ja, ja, eben. Ja, gut, ich meine, kann sich jetzt auch mal in Cap stellen. Badget da hinten ab, aim. Ah ja, oder zurückfahren, sonst. Ja, ich glaube sogar. Ja, wobei. Das ist zum Glück nicht reingefahren, aber. Naja, ich meine, eigentlich kann mich hier nur die Badget spotten, oder? Hab mich gespottet? Ja. Jo. Shit. Bei der Progetto. Ja, wobei. Ja, doch, der dürfte oben noch drin stehen. Ja. Da ist er, ja. Ist ein One-Shot sogar. Ist einschießbar für dich. Ja, wobei. Dings gönnt sich. Ja, er verunfallt. Läuft. Normal, ja gut, aber das war jetzt... Also ist, easy win. Finde ich fast so schlimm wie Himmelsdorf, die Map für NBR. Ja, definitiv. Das, also, gerade so als Anfänger im EBR, ja, braucht man, glaube ich, nicht zu sagen. Super anstrengend. Du hast halt auch keine so... sagen wir mal, obvious Anfahrtwege oder sowas, wo du irgendwas spotten kannst, gescheit. Ja. Ja gut, wir haben jetzt die beiden Linien, wo du es ein bisschen machen kannst, haben wir befahren. Die hätte ich so und so genommen als EBR. Unten die oder halt hier unten dazwischen die. Mehr ja, kannst du gar nicht machen. Normal kannst du ja recht easy unten gleich in den Busch rein, dann kannst du noch mal ein bisschen tiefer reinspotten. Da war das jetzt eigentlich ziemlich lucky, dass der Stritzwagen da irgendwie... ganz nach vorne. Meinst du jetzt sogar ins Wasser oder was meinst du? Ja, da unten in dem, also du fährst halt quasi geradeaus durch und ja, in das Wasser da rein und dann in den Busch. Okay. Finde ich super das, aggressiv. Also kommst du denn da gut raus, wenn da und wenn Arti ist? Das mache ich immer dann, wenn ich sehe, dass da so ein, also wenn da recht viele hinkommen, wenn da so 5 Tanks oder sowas hinfahren oder gute TDs, wie zum Beispiel irgendwie von unserer Seite, Grille oder sowas von der eigenen Seite, dann fährst du da hin. Dann hast du ja auch den Backup, dann kann ja eigentlich nicht gleich was auf dich pushen. Ne, das einzige könnte nur die Arti sein, oder bist du so Arti safe da unten? Man kann ja hinter diesem Stein da gehen, dann gehst du halt einfach wieder zu. Ja. Ist auch vom Fahren her jetzt nicht so super schwierig, da hinzukommen. Ja, oder? Ich finde immer die erste Kurve hier ist so ein bisschen... Ja, ja, genau, die erste Kurve ist richtig Hölle. Wenn man die schnell nehmen will, dann... Gerade wenn da noch ein zweiter Tank ist. Ja. Das ist richtig übel. Ich war gerade so, nämlich der E3, glaube ich, war das, der da an der Ecke war. Ich war ja in der Mitte und dann, wo ich zurückkam, war der E3 gerade da unten an der Ecke. Und da habe ich erstmal langsam gemacht, ne? Da habe ich erstmal langsam gemacht. Ja, das ist so eine typische Runde tatsächlich, die ich im EBR habe. So 900 Schaden, 1200. Ich glaube, ich bin bei 1300. Ich gucke mal kurz. Ich glaube, mehr ist fast gar nicht. Na, 1450 bin ich, okay. Das geht sogar noch. Aber da muss... Also 2000 will ich mit dem eigentlich Durchschnitt mindestens machen. Weiß ich nicht. Der hat das Potenzial auf jeden Fall dafür eigentlich, die Gun, ne? Ja, ich denke mal schon. Ich schaff's aber auch nicht. Also ich fahre da meine Gunmark-Werte oder was auch immer. Das ist nicht so gut. Ja, Gunmark würde mich noch nicht mal so interessieren. Einfach souverän steuern, gute Position anfahren und vielleicht mal so bei 1,5 erstmal landen, 1,6 erstmal kleine Ziele stecken. Ja, aber ich meine, den Damage für die Gunmark ist ja, glaube ich, gar nicht so viel bei dem...
für die erste zum Beispiel oder die zweite. Es wird ordentlich sein, oder? Schon alleine durch Spot. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gering ist. Weil die, weil die Kombination... Da musstest du mal Melee fragen, ich hab keine Ahnung. Weil die Kombination ist schon hart. Oh, gute Map. Ist natürlich Angriff verteidigt. Aber es ändert ja nichts. Gut, aber dann würde ich sagen, dann teilen wir uns auf, oder? Am besten. Was sind denn harte Positionen? Also ich weiß, dass links gerne hier oben, da an der Stelle, da an der Kante oben an dem Felsen fahren, gerne Mädchen. Also ich würde halt, das ist ja recht parallel auf beiden Seiten, dass der eine durch dieses Ding hier durchfährt und der andere hier quasi. Erstmal einfach hoch und dann wieder abdrehen. Ja, machen wir so, wie wir stehen, würde ich sagen. Ja, ich fahre rechts und du links und dann schauen wir da einfach mal. Ich meine, wenn wir vorher aufgehen, die haben auch ein EBR, dann musst du halt früher abdrehen. Ja, dann ist das halt so, genau. Aber so an sich können wir das erstmal machen. Wir sind halt für das Spiel doch relativ wichtig für nachher. Ja, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, das Wichtigste, dass wir überleben. Da ist schon mal ein EBR. Kante festfahren, easy. Ja, ich habe leider nicht viel aufgekriegt. Ich hatte den EBR. Aber die Frage ist, ob hier noch ein zweiter ist. Der hat ja auch irgendwie diese Udes erstmal direkt reingesnappt. Ja, ich habe hier natürlich super viel Support bei mir. Hier oben kommt auch einiges. Ich kriege ihn nicht auf, ne? Ich krieg ihn nicht auf. Ich würde jetzt erstmal gucken, dass wir den ihre Lights irgendwie kriegen. Ja, genau. EBR, der EBR hier bei mir. Und der bei dir, ja. Dass wir uns auf einen irgendwie konzentrieren oder schauen, dass wenn die overextenden wollen, dass wir die dann bestrafen dafür. Ich meine, das ist jetzt erstmal Aufgabe. So, EBR ist draußen. Nice, okay, dann würde ich auch gleich auf den 90er gehen zu zweit, oder? So, jetzt fahre ich nämlich hier drüben weg, weil jetzt haben wir eigentlich hier drüben alles so weit in trockenen Tüchern, wie wir es haben müssen. Ja, da unten in der Mitte ist er. Jetzt geht der da einfach zu, okay. Also ich würde den jetzt nicht einfach jadern, aber der wird halt bestimmt irgendwie... Der will da aggressiv machen. Ich glaube nicht, dass der jetzt einfach da in so einem Busch stehen bleibt. Der ist auch gerade einfach in voller Fahrt zugegangen. Da ist er. Okay. Jo. Ich habe ihn nicht getroffen. Aber er hat mich getroffen. Jetzt hätte ich nicht HE laden dürfen für den nächsten. Okay, der hat sich da festgefahren, ich nehme den. Ja, AMX-30B. Ja, nice. Damit haben wir die Lichter schon mal draußen. Ja, gut. Das wird unten irgendwo drinnen stehen, ne? Der steht da noch, Ich weiß auch nicht, warum keiner den 30B mal befeuert, ehrlich gesagt. Ich würde jetzt genau... Linke Seite sieht ja sehr schwach aus, oder? 30B und Ding. Es wurde auch schon alles gespottet, außer ein S-Kong. Der wird nochmal zurückfährt, Nice. Jo, und dann würde ich sagen, lösen wir das über die linke Seite auf, oder? Fahren wir da einfach rein eigentlich. Ja. Zwei Artis halt, ne? Da können wir schön snaggy. Da ist auch der S-Kong. Jo, dann würde ich über die Oberseite fahren. Ja, wir müssen gucken. Der Udes ist irgendwo in der Mitte noch, ne? Der wird unangenehm werden, wenn wir Pech haben. Ja, ich schau mal. Natürlich HE für die Arti gelandet. Udes ist da unten. Das ist die eine Arti. Fahr einfach mal an den hier vorbei. Guck, wo die andere ist. Ah, hier. Oh Mann, ey. Sind schon wieder die Schüsse wieder so schlecht. Ja, war nice. Geht noch einer auf. Was haben wir noch? Die beiden sind da hinten. Okay, na dann werde ich mal schnell zum TC fahren. Bisschen was snaggen, wenn ich kann. Oh nein, TC, opfer dich doch nicht weg. Der Papa hat noch Hunger. So ein Feuer wäre jetzt nice.
stirbt hier auch einfach schon wieder direkt alles. Ja, ja, ist alles tot. Alles tot nach der Wende hier. Ja, also es ist ja eigentlich typisch, wenn du das Light-Gameplay so gewinnst wie jetzt gerade und die schnell tot sind, dann ist eigentlich schon... Das Game gewonnen. Ja, das fand ich halt auch, ich sag, wie gesagt, du hast ja so ein bisschen, dass du noch weiter rauszoomen kannst. Das fand ich auf Westfield super praktisch, dass du das hattest. Weil, wenn du das nicht hast, es gab so ein, zwei Situationen, ich habe ja dann, bin manchmal ein bisschen weiter wieder reingegangen, ne, um eigentlich das, so wie man es im Normalen hat, ohne Mods. Und da hast du einfach manchmal gar nicht die Sicht, die du hast, weißt du? Da fährst du dann auch gegen Häuser und gegen Steine, die du vorher gar nicht siehst, weil dein Sichtfeld halt eingegrenzter ist, ne? Das passiert mir ganz oft, dass ich in der Hektik dann quasi, doch mal so einen Stein oder mal ein Haus erwische. Und wenn ich weiter rauszoomen könnte, würde ich das halt nicht. Ja, es ist halt schon schade, dass sowas nicht rein implementiert wird. Ja, und dann, das verstehe ich auch nicht. Ich meine, es sind ja berechtigte Gründe, warum man so die Modpacks nicht nehmen soll, aber du hast halt dann automatisch übel den Nachteil. Ja, definitiv. Also das hier ist Meta, würde ich sagen. Vierfach EBR. Vierfach. Ja, also ich denke mal, das Wichtigste ist, dass wir da erstmal überleben. Erstmal chillen, ey, sonst werden wir direkt gejallert. Ich würde aber trotzdem... Also einer stellt sich wahrscheinlich hier eher so hin und einer vielleicht hier. Also ich würde nicht aggressiv fahren. Okay, ich würde aber da unten auch hier oben an von den Büschen erstmal spotten und schauen, wie weit die reinfahren, weil wenn die direkt reinkommen, dann bist du da unten halt schnell. Dann fahre ich unten. Ich denke mal hier der MMMMMMMA hier der EBR, der wird vielleicht unten ganz hart fahren. Und dann gucke ich einfach mal, dass ich vielleicht ein bisschen snippern kann. Unten meinst du wo? Ah, du fährst zur Stadt, okay, alles klar. Ja, ja, genau. Naja, er wird auch. Okay, er fährt oben lang. Ja, dann guck ich mal, wenn die hier hart kommen. Das ist halt hier wieder so. Nette Meter am Start. Aber die richtig nette. So. Ich hab eigentlich gedacht, dass hier einer rüberjolon wird. Von denen. Aber ich meine, bei vier Stück, dass da jetzt noch keine offen ist, schon komisch. Okay, aber da gegnerische Jagd in der Base schon offen. Hier ist einer, tatsächlich. Aber der ist super passiv gefahren. Ich hab extra vorgehalten. Oh, guck mal, die sind ja tatsächlich alle aufgegangen, aber... Der eine ist One-Shot. Der fährt doch turbo langsam, warum stirbt der nicht? Keine Ahnung, ich hab vorbeigeschossen. Ich auch nochmal. Na, da war die Brücke, glaube ich. Ich hab das gegen die Brücke geschossen. Schade. Ja, okay, aber warte, jetzt sind ja die anderen. Der eine, okay, da kommt noch einer. Ja, da. Der eine ist tot, den habe ich gekriegt. Gut, dann würde ich jetzt noch den absnipen und dann die Position ungefähr holen, wo der gerade rumkurft. Wenn wir den haben, können wir diese Ridge super spielen. Schätze ich mal. Ja, einer ist halt irgendwo passiv in den Büschen, ne? Ich denke mal oben bei dir vielleicht da sogar. Also, ne, bei dir nicht, sondern wo der T-100 light ist. Nee, 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 die sind beide in der Base irgendwo. Ach so, ja, stimmt, waren beide ja sogar offen. Einer ist jetzt One-Shot, oder nicht? Ja, und der andere hat noch... Also einer ist 41, der andere hat noch 1000. Ja, nice. Ich bin nicht aufgegangen, das heißt, vor mir stehen sie nicht direkt. Die sind hier oben in diesem... Ja, bei dem Progetto könnte der andere noch sein. Ja, genau. Nice. So, jetzt komme ich hart. Ich werde jetzt hier unten lang fahren. Ja, wir sind jetzt halt zu dritt dann hier. Das ist halt schon ein bisschen Overkill. Aber ja, machen wir das mal. Mal genau, der EBR kommt da wieder. Der Jagd, der kann halt mal raus. Aber... Oh, hinten ist der One-Shot gerade aufgegangen. Ah, Auto-Aim regelt leider nicht. Schade. Mal wissen, wo der FV denn ist. Ah, hier. Da kommt der andere EWR. Ah, Progetto ist von. Oh je, okay. Ja, alles gut.
kann die Ridge befahren und habe ihn gespottet. Easy. Ja, genau. Eigentlich ist es im Prinzip ja auf der Map. Oh, so, okay, jetzt schafft er mich. Ich komme mal rüber, versuche ich mal nach unten in meine Richtung wegzuziehen oder so. Ja, ja. Schaffe ich. Gut. Ja, ich dachte, der geht hätte jetzt auch, schon voll. Hätte auch reparieren können rein. Jetzt, aber warum reparieren? Muss ich noch nicht. Versuche den Progetto nochmal aufzumachen. Ich habe ja noch ein bisschen HP. Ja, Arti hat jetzt den Projector hier in der Mitte ausgenommen, das ist schon mal gut. Okay, ne, der ist jetzt ganz hinter die Ridge gefahren, der Progetto. Ah, scheiße, ich habe ihn nur getrackt. Leider nur getrackt. Trick Truck Tracky. Nochmal getrackt, jawohl. Ah ja, aber okay, der Progetto will gar nicht die Ridge vorne spielen, sondern der wird auch schon... Ja, er will halt Sniper, ne? Dann stelle ich mich jetzt einfach hier oben mal E4 rein. E4 aimt auf jeden Fall in unsere Richtung hier. Also, nicht in unsere, sondern... Jo, also im Moment könnte man jetzt hier... Also ich mache hier gerade diese diese Büsche hier hinten. Ja, das Krasse ist halt, dass die Stadt so eigentlich so viele Panzer hat von uns, ja? Und sie schaffen es nicht da irgendwie... Oh, das ist stark. Ja, gut, ich kann... Ja, lass uns einfach den TVP jetzt holen. Nein. Ist ja auch schon wieder recht schnell durch die Runde. Der aimt dich ab, gut. Ja, mein Auto aimt halt nix. Kann man an dem FV da vorbei. Ist ja noch eine Art. Mal interessant, wie das für Zuschauer dann sein wird. Das ist halt schon die arme Sau, ey. Die arme Sau. Das ist doch richtig kacke, oder? E4 hat. Dreht er sich zu mir? Ne. Bei sowas kannst du halt dann echt auch gut die HE benutzen. Ja, ich hab's leider nicht mehr. Auch jetzt hier ein bisschen HP anbringen, einfach vorbeifahren. Ich glaube, seitlich kann man den sogar pennen, ne? Ja. Boah, Trackshot, ne? Ach, es war nicht. Ne, waren 277. Komisch. Hui! Ja, das war eine nette Runde. Das war wirklich auch, eine nette Runde. Ja, genau. Also ich glaube mal, das Wichtigste, wenn die so viele auch EBRs haben, ist, dass du halt erstmal richtig passiv machst. Mhm. Weil die meisten ja doch irgendwie schon im Random einfach nur reinjallern erstmal. Und dann kannst du die erstmal absnipen oder über deinen Support halt ausspielen. Selbst im CW ist es ja so, dass du, wenn der Gegner sehr viele hat, du das doch sehr passiv spielst. Meistens, nicht immer. Ja doch, Anja, nice, du hast auf jeden Fall schön reingesniped in der Runde. Ja, das war, konnte ich schön reinhalten, du. Aber es ist auch eine zweite Klasse gewesen, ne? Also das ist natürlich, das Ace ist doch ein bisschen weiter oben. So, ja, wie gesagt, wir nehmen ja jetzt hier wieder eine kleine Session auf. Also freut euch schon mal auf die nächsten Folgen, werden auch EBR-Folgen. Ihr seht mal ein bisschen EBR-Gameplay mit noch, ja, eine Art Schulung, passt eigentlich. Ja, wieder, geil, nice. Aber ich meine, klar, wenn wir beide in ja, der genau. Double machen, dann kriegen wir halt auch einfach turbo viele Lights. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ja. Ja, das ist jetzt tatsächlich eine Map, da wird's mal interessant. Da bin ich mit dem EBR teilweise ein bisschen überfordert. Du kannst ja erstmal einfach in der Mitte schauen, ich denke mal, einfach nur auf die Hill-Auffahrt abaimen. Es gibt bestimmt einen, der, also... Ja, ich würde wieder meine typische Position anfahren. Das ist der Felsen, der Kleine, auf der linken Seite vorne. Ja, genau, der sieht gut aus. Ich mache was anderes. Ich schaue mal auf der rechten Seite. Okay, fährst du da hart dann durch irgendwie, oder was? Ja, man kann die Häuser da als Deckung nutzen. Okay. Und normal sind die noch nicht in Position, um irgendwas zu machen. Ja. Der einzige schnelle TD ist der Stritzwagen. Ja, die haben eine Art, hier muss wieder aufpassen. T92, die wird unangenehm. Immer ganz abhängig, wo auch die EBRs kommen. Ja, genau, da kann man halt dann direkt schon wieder abdrehen, wenn ihr. Und der EBR ist genau in den Schuss reingefahren, ey.
Oh mein Gott. Der wollte jetzt zum Beispiel gerade genau das gleiche machen. Einer ist natürlich hart hochgefahren, ne? Ja, das ist dieser 300 W8 Hippo 265, oder? Ah, fuck. Ich habe ihn leider nicht getroffen. Ja, ja, genau, okay, das hätte ich... Ja, und jetzt ist tatsächlich wieder dieses, jetzt hat der Gegner gute Positionen genommen mit dem 277 zum Beispiel. Und jetzt ist die Position verbrannt, wo ich vorher war. Ach so, ja, und gut. Wie eröffne ich jetzt das Spiel? Schön, erstmal. Bei der EBR ist oben. Das heißt, er denied uns eigentlich hier die Seite hier drüben. Okay, schön. Okay, also der will da irgendwie unten auf jeden Fall noch weiter... Dieser eine Typ da, dieser Rad... Ist, ja genau, auf den du gerade zufährst. Da müssen wir mal schauen, aber der hat halt auch Backup, ne? Die TDs da in diesem einen Buschdinger da. Muss man auf jeden Fall aufpassen. Kann man von hier oben? Ah ja. Ah, ich treffe natürlich nur das Rad. Ich kriege ihn gar nicht rein. Hier oben von wo ich gerade stehe, da kriegst du den von oben. Weil diese Büsche da gerade so klein genug sind, um... Jo. Steht da hinten am Stall, ne? Kleine Sau. Fährt er wieder hart? Der fährt hart, ne? Der will, ja. Uiuiui, der will aber mal anders buchen. Da ist ein 1305 noch dahinter, irgendwie. Okay. Ja, da ist er. Mit Heat hat er mir eine schöne Kelle gegeben. Ja, der hat mich leider auch gespottet, das war ein bisschen unangenehm. Räder kaputt und gespottet ist immer so eine Kombination, da könnte ich mal kurz austicken. Ja, hier ist wieder HE, ist die schlechtere Wahl tatsächlich. Längere Wege, längere Flugwege. Man möchte doch ein bisschen snipern. Kann den keiner befürchten? Das war so ein Sinn. Ich hab den getrackt! Der steht direkt am Berg! Oh, sehr gut, die Artie hält wenigstens rein. Ja, vielleicht kann ich die 277 raus. Mann! Oh, das ist so ein easy Shot gewesen. Ich hab nicht gehittet. Sehr nice, der war wichtig. Was für ein Auto-Aim-Schuss! Ich bin ein verfuckter Bot, Mann. Das war doch mal wieder richtig gut. Wow, der 268 hat gerade den EBR hier weggeblastet im komplett Close Combat. Direkt reingefahren. Ich denke, also die Runde ist auf jeden Fall noch nicht durch. Wir müssen hier noch ordentlich chillen. Auf jeden Fall am Leben bleiben. Würde ich auch behaupten. Ich weiß nicht, warum unsere Tanks gerade nicht vorfahren. Boah, das war lucky. Gerade die 2684 mit dem Rad absorbiert. Hart drauf, jawohl. Muss er jetzt zurück? Er muss eigentlich zurück. Er will aber nicht zurück. Wir könnten auch die Arti holen. Ich will eigentlich den Projektor raus haben. Aber der Projektor will nicht. Der jagt, er ämmt mich hier ab. Ich will eigentlich also der Projektor werden. Also der jagt eben hier gerade die Auffahrt ab, als ob da gleich was aufgehen könnte. Mann, er hittet mich mit 900! Alter, ey! Er ist einfach der junge Gott. Und ich war in voller Fahrt und war eigentlich schon wieder weg. Ach, fuck, ich war zu dicht dran. Ich wollte eigentlich den Progetto nur kurz nehmen. Das war wieder ein kompletter Fehler. Hat er gut gemacht. Shit. Oh, shit. Bin ich aufgegangen. Das war nicht so gut. Ja, hier oben wird ein TD irgendwo stehen, aber welcher? Nee. Ach, die Arti könnte es gewesen sein. Die könnte ich auch gespottet haben, tatsächlich. Schere nee, drin, eher, weißt nee, du? Easy. Nicht. Ja, eher nicht. Nee, er auch nicht, aber. Der ist geflippt.
Ja, easy, ne? Machst ein Salto seitlich und dann HE, gib ihm. Läuft bei dir. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, weil die Arti halt geflippt auf der Seite da lag. Ja. Ja, das war wieder ein richtig mieser Play von mir. Aber auch wieder 900, ne? Hinter mir mit HE. E100 halt mit HE, logisch. Scheiße. Das war so schlecht. Hab ich das Game schon wieder fast weggeworfen, ja. Unser TD, der Unsichtbare im FV, jawohl, läuft bei ihm. Ich hoffe eigentlich, dass der Progetto irgendwie hier zurückkommt, aber ich glaube es irgendwie nicht. Der ist doch nee. One-Shot, oder? Du musst, ja, genau, der ist One-Shot. Du kommst halt nicht mehr hin, aber sonst könntest du ihn halt jagen und rausnehmen. Du müsstest spotten. Das wäre, glaube ich, so. Ja, wobei jetzt sind gerade Ziele aufgegangen. Der Rheinmetall hat zwei Ziele, die doch full life fast sind gespottet. No way, ey, keine Chance. Ja, nee, ich muss den Progetto jagen. Plus Stritzwagen, ja, ja, genau. Das müsstest du. Und dann müsstest du aktiv den E100 bewirken. Und nur so könntest du das noch gewinnen. Anders geht's fast gar nicht. Ich hab's halt weggebrochen. An der Stelle. Naja, der braucht zu lange, der kann sich nicht drehen. Oh, Progetto ist in der Mitte. Okay. Der ehmt dich ab, ja. Nice. FV hat... Naja, nichts. Der Dings ist rausgegangen. Der Rheinmetall-Panzerwagen. Ja, E100. Jagd E100 halt beiseite lassen. E100 jagen. Und dann mit dem FV durch Glück vielleicht sogar noch gewinnen. Ich guck mal kurz, was der macht. Okay, der steht am Stein und hat Angst. Unsichtbar ist ja ein Deutscher. Ja, E100 kannst du bewirken. Dann mach vielleicht... Ja, nicht so... Ah, doch, seitig vom Turm sollte gehen. Ja, unser Kinderwerfer muss halt mal jetzt... Uha, das wird eine harte Runde hier. Kolobanov am Start oder was jetzt? Ui, jetzt kannst du richtig carryen. Jetzt wollen wir was sehen hier in der Aufnahme. Nicht nervös werden? Du bist im Fernsehen. Nein, ach Quatsch. Das gucken auch nicht viele, also von daher alles gut. Naja, ich weiß schon. Ja, der wird auf dem Weg vielleicht sogar zu dir sein, ne? Oder wird er immer noch hart da oben kämpfen? Ja, ich kann den, also normal sollte ich nicht aufgehen, wenn ich, also bin ich vorhin auch nicht, wie ich hier immer gefahren bin, ich will halt einfach nur einen anderen Winkel haben. Jetzt müsstest du aufgehen. Nö. Was hat er denn für eine Sichtweite? Also ich habe in meinen Jagdpanzer eine gute Sichtweite teilweise noch, ne? Also ausreichend. Oha. Oioioioio. Der macht dich auf jeden Fall. Okay, jetzt. Oh, nice, nice. E4 ist da noch irgendwo bei ja, dir? Ja, aber ich meine... Da ist er erst aufgegangen. Hebt dich aber nicht ab. Der bleibt hier. Ja, ja, ich... Ach, fuck, der jagt ihn. Naja, aber zum Glück hat er HE geschossen und hat nichts hingekriegt. Oh nein. Das war diesmal. Oh nein, das ist auch noch der E1. Sie wollen die alle. Sie wollen dein Leben. Ja, aber der. Also vor dem Jagd, die sollte ich vorher zugehen, bevor der schießen kann. Die Sache ist, jetzt muss ich halt hier wegfahren, ne? What? Ja, oh ja. Die haben hier reingeblendet. Naja, der hat dich abgegeben. Haben sie ganz gut gemacht mit ihren Jagdpanzer. Wie gesagt, habe ich ein bisschen weggeworfen, leider. Aber das gehört halt manchmal dazu. Da oben die Position war gut. Ich wollte bloß den Progetto raushaben, dann hätte ich dich aktiv unterstützt. Aber ich hätte wahrscheinlich einfach zu dir runterfahren sollen. Dann hätten wir zu zweit arbeiten können und gut wär's gewesen. Oh. So, damit sind wir mit der ersten Folge durch, Mensch. Das gute EBR-Gameplay funktioniert tatsächlich besser, als ich es mir vorstellen konnte. Wir haben aber auch gute Maps jetzt zum Schluss gehittet. Und Gletscher ist immer noch so unangenehm. Nee, das ist auch für ein EBR unangenehm. Also gerade bei Double. Aber ich also habe gute Hits. Aber. Auf dem gegnerischen EBR hatte ich auf jeden Fall gute Hits drauf. Das war nett. Ja, dann danke, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen und schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Ja, Banana, mach's gut. Jo, bis dann. Tschüss.